wir machen weiter mit unserem Tribunal am zweiten Tribunaltag hier in Düsseldorf, bei unserem insgesamt dritten Tribunal. Und ja, ich finde es schön, dass ihr immer noch da seid und wahrscheinlich auch da bleibt. Und wir haben, wie gestern schon angekündigt, nochmal hier in unserem Zeugen, im gewährten Sachverständigenstand, Cécile Comte aus Lüneburg-Frankreich im Stand. Und freuen uns, dass sie einen weiteren Aufschlag macht zu ihren Erfahrungen als Widerständlerin, die Schwerpunkt ziviler Ungehorsam quer durch Deutschland gemacht hat und heute als Schriftstellerin aktiv ist, Buchautorin. Cécile Comte hat das Wort. Jo, danke. Ich habe euch nur so als Einstieg ein paar Adressen online gestellt, dass es weil gestern auch ein paar Nachfragen gab, wo viele meine Informationen. Das eine ist mein Blog, urantransport.de, wo es extrem viele Informationen zu den ganzen Versorgungstransporte der Atomanlagen gibt, wo es jetzt gerade heute darum gehen wird. Über Hamburg auch haben wir viele Transporte, da ist keine Kampagne. Dann meine Homepage nach Bonn. Und nach Bonn ist diese Anlage in Südfrankreich gemeint, wo die ganzen Uran aus der Uranmine hinkommt. Ich weiß nicht, ob die Mikrofon ist, wenn jetzt weit weg ist. Das ist schon mal. Dann ein bisschen zu länger. Oder länger, genau. Die CRIRA, das ist auf Französisch, aber die veröffentlichen auch auf Englisch. Das ist dieses unabhängiges Labor zur Messung der Radioaktivität von der Bürgerinitiative gegründet nach Tschernobyl. Und die haben zum Beispiel diese Kohlemethematik in Niger auf ihrem Dossier. Und Öko.de, das ist das Umweltinstitut, Öko-Institut Darmstadt, das auch Studien hat, zum Beispiel zum CO2-Ausstoß und so weiter. Nur so als kleine Brücke zu gestern. Und heute erzähle ich euch, was man für diese 2%-Technologie, wie Volker zuvor gesagt hat, überhaupt also machen muss, was für Risiken man alles eingeht für eben gar nicht so viel Strom. Und wohlgemerkt, dass Atomkraft die einzige Energiequelle ist ohne Haftpflichtversicherung. Das heißt, im Fall eines Unfalls ist ja die Allgemeinheit, die die Kosten trägt und die Folgen trägt sowieso. Und bei Atomtransporten gibt es keinerlei so richtigen Katastrophenpläne. Das wurde schon häufiger angefragt und nicht mal die lokalen Behörden wissen Bescheid, was vor der Haustür vorbeifährt. Genau. Aber ich mache heute einen kleinen Rundumschlag und ich möchte trotzdem mit einer wichtigen Person der Anti-Atom-Bewegung starten. Ein Global Click ist Windows. Genau. Das ist Carsten Hilsen, das ist ein Lüneburger Aktivist, der leider am 2. April dieses Jahres verstorben ist. Es war ein Mitbewohner von mir, wir waren 17 Jahre zusammen auf Tausenden von Aktionen und er hat sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet. Er war sehr viel aktiv gegen die Versorgungstransporte der Atomindustrie. Hier sieht man zum Beispiel eine lokale Aktion in Gronau bei der Urananreicherungsanlage, also beim Aufstellen von einem sogenannten Tripod, ein Dreibein für die Blockade. Oder hier in Lingen bei der Sitzblockade, auch mit Tripod gegen die Brennelementefabrik, übrigens von Framatom und nicht von RWE. Sollte man nicht verwechseln mit dem AKW, was gegenüber steht und das von RWE ist. Aber klar, die Brennelemente, wo kommen die her? Ne? Genau, der Carsten hat vor allem, ja, hier ist auch in Lingen, bei Framatom, eben der französische Konzern in Lingen in Niedersachsen. Da haben wir demonstriert, weil der was in der Anlage gebrannt hat. Und da sind einfach 1000 Kubikmeter Uran hat die Lösung einfach so ins Boden verschwunden. Hauptsache Grenzwerte eingehalten. Aber Kerstin hat solche Bilder gemacht. Und davon werde ich heute sprechen. Das ist zum Beispiel, gestern kam die Frage, was ist denn Yellowcake oder Uranerzkonzentrat? Das ist der Rohstoff, der abgebaut wird, zum Beispiel in Niger oder eben auch in Russland, Kasachstan. Und der wird erstmal vor Ort konzentriert. Daraus entsteht Uranerzkonzentrat, also nicht das Gesamtgestein wird nach Europa transportiert, sondern das, was man raus konzentriert hat. Und das ist zum Beispiel die Ankunft in Hamburger Hafen, bei Zechsteinberg, im Südwesten der Rhön.
und es braucht einfach viel Arbeit, um herauszufinden, wann und wohin diese Transporte fahren, weil es gibt keine Information seitens der Regierung. Das ist alles mühsam von Atomkraftwerkerinnen zusammengetragene Informationen und Personen, die ganze Nächte sich um die Ohren schlagen, um hier diese Transporte zu beobachten und dann herausfinden, ah, oh, ich kenne diese. Das kann ich raus. Und diese Container zu beobachten und überhaupt Informationen zu geben. Wie kann ich wissen, ob ich dafür oder dagegen bin, wenn ich erstmal keine Informationen? Das heißt, der erste Schritt ist, überhaupt Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das macht nicht der Staat, sondern wir. Weil man muss wissen, nur die hochradioaktiven Transporte sind genehmigungspflichtig. Alle anderen, das wird hier ganz normale Ware hin und her transportiert. Und selbst bei den genehmigungspflichtigen, da wird hier natürlich nicht ein Fahrplan veröffentlicht, sondern da wird veröffentlicht, was genehmigt wurde und dann wann der Transport stattgefunden hat, aber nicht wann der Transport stattfinden wird. Und also diese drei Bilder, das ist Yellow Cake, das ist die Ankunft mit dem Schiff, das ist ein Schecksnach, das ist ein Schiff aus St. Petersburg zum Beispiel, in einem Hamburger Hafen. Ihr seht ja die Philharmonie im Hintergrund. Und das sind Bilder von meinem ehemaligen Mitbewohner Carsten. Er hat sich richtig hunderte von Nächte im Hamburger Hafen um die Ohren geschlagen, um diese Transporte zu beobachten. Ich war nur bei einem Bruchteil davon dabei. Und deswegen wollte ich seine Arbeit verdienen. Genau. Und ich fange an, aber ich kriege schöne Bilder drin, was die Transporte sind, aber ich möchte den Widerstand ansprechen. Und deswegen, was wir so alles dagegen jeweils anstellen. Und weil die Transporte und Großteil gestern die Rede war, darauf komme ich, aber davor eben gibt es Yellow Cake Transporte. Und deswegen ist das erste Bild ein Yellow Cake Transport, das Bild ist von mir. Das ist in Koblenz. Es fährt hier quer durchs Ruhrgebiet an dicht bevölkerte Gegenden, ohne dass jemand Bescheid weiß, bleibt dabei so. Halber Tag in einem Güterbahnhof stehen, zum Beispiel in Hagen-Vorhalle. Es fährt über Bremen, Münster, Hagen-Vorhalle, Köln, Koblenz, Trier und dann nach Frankreich Richtung Huapi, der größte Güterbahnhof Frankreichs. Und das war mit 7 Stunden Verspätung, weil da gingen wir mal. Das Yellow Cake ist damals nach Nachbarn, nach Südfrankreich. Ich hatte gestern diese Karte mitgebracht, wo sie ist, aber das war ganz im Süden an der Mediterranee. Das heißt, teilweise kommt es aus Namibia, aus Russland überwiegend, und man fährt über den Hamburger Hafen, manchmal auch über den niederländischen Hafen, aber es fährt diesen riesigen Weg per Schiff und dann per Zug weiter, quer durch Deutschland, quer durch Frankreich bis Südfrankreich. Und das ist ein obligatorischer Weg, weil du kannst kein Uran anreichern, das nicht vorher chemisch behandelt worden ist. Und so sah die Aktion aus, das ist aus der Vogelperspektive, also die kleine Person da drüben bin ich. Und so sah die Aufregung mit Polizei und Co. aus. Genau, das bin ich. Das war 2018 in Koblenz. Wir hatten uns von dieser Moselgalbrücke, die 130 Meter höher ist, abgesagt, das ist eine Autobahnbrücke. Autobahn ist sinnvoll nutzen, ne? Und dahin kommt dieser Uranatskonzentrat, habe ich nur ein Bild eingestellt. Das ist in Narbonne, da habe ich ein ganzes Dossier darüber geschrieben. Das ist bei der ersten Seite, hatte ich dann mein Dossier über Narbonne. Kann ich danach nochmal einblenden. Und das ist sogenannte Tailings, das da ist der Müll. Das ist sozusagen radioaktives Wasser mit Schlamm, das schon öfter ein Dammbruch gegeben hat. Da wurde ein Fluss, der direkt in der Mediterrane geht, verseucht. Teilweise ist Plutonium darin zu finden, weil nicht nur noch, man hat versucht, zum Beispiel Uran aus der Wiederaufbereitung wieder zu verwenden, das hat aber nicht so gut funktioniert. Deswegen ist es kein Recycling, die Wiederaufbereitung, und deswegen ist leider ein bisschen zu viel Plutonium gekommen. Und das ist diese Anlage, wo viele Mitarbeiter an Krebs erkrankt oder verstorben sind, auffällig viele. Und das ist im normalen Betrieb die Radioaktivität, die wir bei Atomkraft schon in Europa haben. Also Tailings gibt es auch in Europa, deswegen habe ich euch das Bild ausgewählt. Was wir aber auch haben, sind die Transporte, genau, also das erste war eine Yellow Cake und wir haben
aber natürlich auch nicht angereichertes UF6, zum Beispiel nach Gronau. Dies ist ein Transport nach Gronau, in Buchholz fotografiert in der Nordheide, auf dem Weg über Bremen, Münster nach Gronau. Das kam auch vom Hamburger Hafen, das heißt, Menschen haben beobachtet, wie das Schiff entladen wurde. Da findet man mit der Zeit raus, welche Schiffe das sind. Dann haben sie ein AIS-System, dann wissen wir, ah, okay, die legen da an und jetzt beobachten wir, weil nicht mal was an Bord ist. Und da war es, dass Schiffe zum Beispiel, die aus Kanada kommen, das sind riesen Containerschiffe und ein Bruchteil davon ist die Radioaktivität. Aber erinnern wir uns, als die Atlantik-Kartier in Hamburg gebrannt hat, mitten im Hafen, 150 Meter entfernt von dem Kirchentag mit Tausenden von Menschen, Hunderttausenden von Menschen, da hat ein Atomschiff gebrannt. Und zwar ein Schiff, das regelmäßig UL6 transportiert. Klar, das Feuer war am Deck mit den Autos. Und das ist zum Glück nicht da überschlagen. Aber da war auch munitionartige Material, Ethanol. Das heißt, die Fahrgüter nebeneinander, da achten sie auf gar nichts. Und das ist unsere Beobachtung auch, dass diese Transporte sehr oft in normalen Zügen stattfinden, neben anderen Gefahren. Also manchmal Benzin, Gas, alles Mögliche und dann auch Atomzeug mit drin. Und das ist diese Kombination, weil der Stoff ist da noch nicht angereichert, das heißt, die Radioaktivität ist noch nicht konzentriert, aber die Giftigkeit ist ein Problem und das ist Radioaktivität gefährlich durch Kontamination, das heißt, wenn ich die einnehme, inkorporiere in meinem Körper. Also es ist keine direkte Strahlung, das größte Problem, wenn du nicht länger daneben stehst, sondern das Einatmen, das Mitnehmen und das ist dann in der Nahrungskette abgenommen. Das ist ein Problem und im Falle eines Unfalls hat man keinen Plan dafür. Abgesehen davon, dass das dann noch gefährlicher ist, weil es Uran-Hexafluorid, was Flusssäure in Kontakt mit Luft macht. Und deswegen passiert manchmal sowas. Da haben Leute vor 5 Jahren Beton im Gleisbett gefunden und es hat, ich glaube, die 18 Stunden, glaube ich, gedauert, 17, 18 in der Nacht. Und da haben Leute ihr Arm unter der Schiene in einem Betonblock und da hat die Polizei eben so lange gebraucht. Und interessanterweise, an einem Tag ist dieser Zug gefahren, er wurde gefangen, vorne, hinten ein Betonblock und der Zug dazwischen, weil sie sonst manchmal andersrum hinfahren. An dem Tag war der Zugverkehr sonst ein Großteil der Strecke eingestellt, wegen einem Sturm, der den Bahnverkehr lahmlegte. Aber der Atomtransport ist weitergefahren. Ich war noch nicht da eine andere Rolle als da, sondern eine sehr Informationsrolle, damit die Menschen wissen, wann der Zug kommt. Und da konnten wir echt kaum glauben, dass er Zug trotzdem fährt. Oder wir blockieren direkt die Anlage. Wir sind Tripod, das erste Bild mit Gassen, das ich gezeigt hatte, der liegt dann gerade im Heu. Aber da hatten wir zum Beispiel 2 Tage lang blockiert, bis wir geräumt wurden. Das ist Gronau, das ist die Urenco, die Urananreicherungsanlage. Das da sind Anlieferungstransporte nach Lingen zu der Brennelementefabrik von Framatom. Die heißt in Deutschland ANF, Advanced Nuclear Fuels. Das ist ein Doktor, also die Verpflichtungen, aber es ist im Grunde genommen ein Framatom. Das war auch das Lieferkastum hier. Das kommt teilweise direkt bei den Hamburger Hafen, wenn zum Beispiel schon angereichert wurde. Es gibt auch Urananreicherungsanlagen nicht nur in Gronau, sondern auch teilweise anderswo. Das heißt, ein Teil kommt aus Gronau nach Lingen, aber ein Großteil kommt auch von anderen Urananreicherungsanlagen in der Welt. Und deswegen, das hatten wir im Hamburger Hafen beobachtet. Und dann kann man dann Bescheid sagen, dass die anderen Menschen in Lingen können die Ankunft beobachten. So finden wir raus. Und dann mit parlamentarischen Anfragen finden wir auch Statistik, damit, okay, der dritte Schiff hatte was an Bord, okay, dann lohnt sich das zu beobachten. Das ist zum Beispiel eine Genehmigungstabelle von genehmigungspflichtigen Atomtransporten, das heißt ab dem Grad der Anreicherung. Wir haben gerade den Weg zur Anreicherung gemacht und dann ab dem Tatsache, wo es angereichert ist, gilt das offiziell als Kernbrennstofftransport. Davor ist es kein Kernbrennstofftransport nach dem Gesetz, das heißt nicht genehmigungspflichtig, jeder einzelne Transport nicht, sondern du darfst nur allgemein eine Genehmigung mit radioaktiven Stoffen garantieren, aber mehr brauchst du nicht.
darauf Genehmigungen, die erteilt werden. Und hier auf der Tabelle habe ich deswegen gewählt, das ist die aktuelle, die habe ich vor 2 Tagen aufgerufen. Das ist auf der Homepage vom Bundesamt für Entsorgungssicherheit. Sicherheit, aha. Da steht unbestrahlte Brennelemente von INF Liegen nach Nuklearzentrum Trilo, nach Borsele, nach etc. Autoriser, nach etc. Also es gibt ständig hin und her Transporte. Ich habe hier immer mal rausgefunden, quasi alle Standorte in Frankreich, zum Beispiel mindestens ein Jahr von München aus im Jahr weniger. Und das ist zum Beispiel auch, man sieht auch hier einen Transport von Liegen nach Urenco. Urenco hat nicht nur in Deutschland Niederlassungen, sondern in anderen Ländern, zum Beispiel auch in den USA. Deswegen hier geht es nach Bronau, Almelo, Kamperos in Großbritannien, Richland in den USA, Pierland in Frankreich zum Beispiel. Nur damit ihr wisst, wie krass diese Transporte stattfinden. Genau, dann versuche ich mal auf die nächsten Transportschiene zu gehen. Genau, deswegen machen wir Aktionen. Und jetzt bin ich bei diversen Aktionen, die stattgefunden haben. Und wir haben tatsächlich diese Uran-Export nach Russland relativ früh angeprangert. Und das ist meine erste Aktion. Damals hatte ich noch keine Mitglieder drin, aber ein Fotograf, der die schönen Bilder gemacht hat. Und das war 2008 der Export von Uranmüll nach Russland. Und ich habe so ein Buch geschrieben, das 2014 herausgekommen ist. Das heißt, kommen Sie da runter, weil es gibt zwar kein Gesetz, das sagt, man sollte sich horizontal bewegen, aber sobald man vertikal spazieren geht, kommen Sie da runter. Ich wollte euch eine Kurzgeschichte daraus kurz vorlesen. Einfach zur Abwechslung von den Bildern. Das ist nämlich die erste Kurzgeschichte. Das sind über 50 Kurzgeschichten in dem Buch über Politaktivismus und was ist so, wenn man Klettern als Aktionsform wählt. Und das geht um diese Aktion. Das ist die erste Kurzgeschichte. Ich habe die gewählt, weil sie relativ kurz ist von der Zeit. Das heißt, dem Atomstaat auf der Nase herumtanzen. Es war Nacht. Es war dunkel. Die Stimmung gespenstig. Der Mond schien, etwas bewegte sich in einem Baumwipfel an der Bahnstrecke zwischen Kronau und Münster. Denn es war kein gewöhnlicher Tag. Zumindest nicht für die, die sich versprochen haben, die Betreiberfirma der Uranabbrechungsanlage Urenco mit einer eindeutigen Botschaft im neuen Jahr zu begrüßen. No, Wasser an, er kommt nicht durch. Kaum oben war der mit Uranmüll beladene Zug aus Kronau losgefahren, als er auf offener Strecke kurz vor dem Bahnhof Mittelen gegen 19.30 Uhr zum Stehen kam. Was war der Grund? Etwas Luftakrobatik in etwa 12 Meter Höhe oberhalb der Bahnlinie im Wald hinter Mittelen. Wenn Uran von Hamburg nach Bonn transportiert wird, wenn die Urenco Atommüll nach Russland verschifft, wenn, dann muss der Hahn jederzeit und überall zugedreht werden, erzählte die Aktivistin im Nachhinein. Atomtransporte stehen für die globalisierte Atompolitik und sind eine Schwachstelle der Atomlobby. In der Tat, wer hätte gedacht, dass etwas Luftakrobatik den Atomzug ca. 7 Stunden lang aufhalten würde. Das große Polizeiaufgebot inklusive Hubschrauber hatte die Aktion nicht verhindert. Wie ist sie da bloß vorgeklettert? Fragte sich die ratlose Polizei und bekam keine Antwort. Die Aktivistin antwortete mit Anti-Atom-Liedern und genoss ihre längere Tee- und Schokoriegelpause. Die Presse wurde benachrichtigt, Unterstützerinnen zeigten vor Ort ihre Solidarität. Bei der Polizei klingelte immer wieder das Handy. Der verzweifelte Einsatzleiter musste den Kolleginnen und Vorgesetzten immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Ja, sie hängt wirklich oberhalb der Bahnlinie zwischen 2 Bäumen. Ja, das sieht sehr professionell aus. Nein, wir kommen nicht ran. Alle möglichen Kräfte trafen nach und nach. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen weiter spulen. Hier. Na, sie ist nicht festgekettet? Genau, da sind wir wieder. Alle möglichen Kräfte trafen nach und nach an Ort und Stelle ein. Ein Polizist zeigte sich enttäuscht, als die Feuerwehr-Option Sprungtour gleich vom Tisch kehrte. Naja, das kommt nicht in Frage, die Freiwillige wird sie nicht herunterspringen, sonst hätte sie sich längst abgeseilt.
Der Stadtbrandmeister von der örtlichen Feuerwehr ließ ein paar Sprüche fallen, die der Berufsgenossenschaft keinen Gefallen tun. Einfach absägen, seufzte er. Zuletzt wurde auch noch das technische Hilfswerk THW hinzugezogen, welches Borg aber ebenfalls ratlos war. Schließlich wurde die Sondereinheit der Bundespolizei der Hubschrauber aus St. Augustin zum Flughafen Münster aus Nürnberg geflogen und anschließend zum ca. 35 Kilometer entfernten Aktionsort gebracht. Sie trafen gegen Mitternacht ein. Der Aktionsort wurde hell erleuchtet. Sieht man ja. Genau. Ein für eine exakte Beweissicherung Kletterer der Bundespolizei erklommen einen Baum und ließen die Aktivisten langsam herunter. Die Seilkonstruktion war aber etwas komplizierter als zunächst angenommen, so musste der zweite Baum erklettert werden. Das ist dieses Bild. Um die Aktivisten zum Boden herabzulassen. Um 1 Uhr nachts, um 1 Uhr 18 war es soweit. Zugegeben, die 6 Stunden Hängepartie in einem selbstgebastelten Gurt waren nicht bequem, aber die Aktivisten als gut überstanden. Sie fühlte sich nur etwas überrumpelt, auf so eine lange Blockade, so viel Presse hatte sie sich nicht eingestellt. Der Zug passierte den Aktionsort etwa eine Stunde später um 2.03 Uhr. Klick! Die Handschellen wurden zugemacht und erst in der Bundespolizeiinspektion in Münster wieder geöffnet. Im Halbschlaf wurden die Aktivisten belehrt, ihre Sachen wurden als Beweismittel sichergestellt. Gefährliche Eingriffe im Bahnverkehr, Nötigung, Regressansprüche der Bahn, Kosten des Polizeieinsatzes. Die Betroffenen haben es gelassen, sie mussten das viele Vorwürfe der Abschreckung dienen. Was sie richtig letztendlich dabei herauskommen, ist eine andere Sache. Es kam schließlich zur Anklage, den Prozess nutzte die Aktivisten als politische Bühne und erhob Anklage gegen die schmutzigen Geschäfte der Uring, passt nur zum Tribunal. Das Urteil leitete aber auf Freispruch. Das Recht ist nicht für die Erdoberfläche ausgelegt, orakelte der Anwalt. An akrobatischen Protestübungen in der dritten Dimension hat der Gesetzgeber nicht gedacht. Das ist schließlich eine unübliche kreative Art der freien Meinungsäußerung, befand das Gericht. Doch damit gab sich die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden, legte Berufung ein. Doch für das Berufungsgericht ist der Fall wie eine heiße Kartoffel. Die Berufung hat 4 Jahre später immer noch nicht stattgefunden. Der Luftraum über der Schiene wird möglicherweise noch lange die Gerichte beschäftigen. Die UNO stellte nach der zweiten Kletteraktion diese Art Atommülltransporte nach Russland ein. Der luftige Protest ist der politische Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Frechheit und Kreativität haben besiegt. Das ist der Zug, der Uranmüllzug.
Und das hat länger gedauert, uns einfach unfähig und uns herunterzuholen. Deswegen haben wir nach 8 Stunden uns selber gesendet. Das war Dauerregen. Das war Oktober 2020 an der Autobahnbrücke und das war zeitgleich mit der Räumung im Dani. Und deswegen hat es 5 Stunden gedauert, bis die Polizei nachher da war, weil die musste erstmal das im Dani abgezogen werden. Deswegen waren wir da in den Hängematten über der Bahnlinie. So sieht das von oben aus. Da gab es auch Leute, da sieht man auch den Zug, wie er gekennzeichnet ist. Und genau, und das war also 2019. Weggewiesen, genau. 2020. Und dann wollte ich euch kurz was über Gerichte erzählen. Wenn es mal will. Ja. Es gab Gerichtsverhandlungen, die finden in Potsdam statt, weil strafrechtlich haben sie eben, das gab es in Freispruch, die haben es einfach nicht durchgekriegt. Später wurde es eingestellt in der Berufung, muss ich sagen. Sie hatten einfach den Kopf gehabt, das zu entscheiden, was ist mit dem Luftraum. Und dann haben wir versucht, das als betretene Bahnlage. Aber da gab es auch sehr viele Auseinandersetzungen bis zum Oberlandesgericht immer wieder. Und die Urteile sind alle aufgehoben worden, die ich bislang hatte. Das heißt, die haben uns nicht rangekriegt. Außer manchmal kostet auch mal 50 Euro. In Hamburg hat es 50 Euro gekostet. Da war der Prozess in Hamburg, weil es im Hafen war, die Blockade. Und das war zum Beispiel die Abfahrt von einer Uranerzkonzentrat. Und da war 50 Euro für den Luftraum. Ein bisschen wie Falschfahrten über der Schiene. Weil das ist ein Betreten einer Bahnansage oder, ja, das ist als Ordnungswidrigkeit. Kann man wiederholen. Das war zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung in Hamburg. Steinweg ist die Firma, die diese Transporte abwickelt. Oder für dafür, das war Atommüllverschiebung über einen Seeweg zwischen Obrichheim und Lubmin. Den haben wir in Münster erwischt, den Transport auf dem Seeweg, also auf dem Seeweg auf dem Kanal. Und da war 20 Euro für Fehlbenutzung einer Schifffahrtsanlage. Genau, also das ist was juristisch strafrecht rauskommt. Und aus diesem Grund, ich bin immer noch mit den Nixen, aus diesem Grund versucht die Polizei auch noch einzuschüchtern. Und das sind die, ich komme zu den zwei letzten Sachen. Die versucht uns jetzt die Polizeimaßnahmen mit den Kosten zu rechnen. Das heißt zum Beispiel für diese Aktion an der Autobahnbrücke, die letzte von 2020. Die wollen inzwischen 5.000, die wollten 5.000 Euro und dann gab es die nächste Rechnung, das ist für die gleiche Aktion. Das ist plötzlich, gibt ganz krasse Inflation bei der Bundespolizei. Der muss einfach eine zweite Rechnung geschickt und ja, wir streiten gerade über Akteneinsicht und mal sehen, was da rauskommt. Das läuft. Das ist aber der Versuch der zivilrechtlichen Einschüchterung. Weil für die andere Aktion wollen sie 18.000 Euro sogar für die Seilaktion. Obwohl die Polizei uns nicht runtergekriegt hat. Weil es das nicht geschafft hat. Was aber auch passiert, seit längerem, und das ist Thema bei Hambi-Gesetze, Hambi-Lex, präventive Maßnahmen, Gefahrenabwehr, Polizeigewahrsam, über mehrere Tage hinweg. Aber man muss wissen, dass gegen Atomkraftgegner das schon früher ausprobiert wurde, ja Einzelfälle, die jetzt durch Gesetzänderungen zu normal geworden sind. Aber damals, bei mir ging es nicht mal um Personalverweigerung oder so, es ging darum, dass ich beim Kassel-Transport nicht tätig klettern soll oder sonst wie, die haben Angst vor Kletteraktionen und wegen einer vielleicht Ordnungswidrigkeit wurde ich 4 Tage präventiv Haft genommen. Für eine Ahnung, die vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, weil es nicht mal klar ist. Also, weil du vielleicht falsch sprachen wirst, wirst du präventiv festgenommen. Rechtlich gesehen ist es nun mal so. Und das war die schöne Fotoausstellung im Polizeigewahrsam, wo ich 4 Tage lang war, auf dem Weg zum Klo zum Beispiel. Die Delle der Wand, ja, das ist auch Kopfhörer. Ich denke, der Kopf tot gleich kopflos ist. Meine Klage hin, das waren ja auch vom Gericht, die Forderungen vom Europäischen Komitee gegen Folter und folterähnliche Behandlungen interessieren das Gericht nicht. Was? Nein. Okay. Ja, ansonsten, was ich auch zum Beispiel erlebe, ich bin zu Fahndungs ausgeschrieben worden durch die Bundespolizei. Das bedeutet, irgendwo, wo du dich angetroffen wirst, wird eine längere Polizeikontrolle stattfinden. Wer, wo, wie, mit wem angetroffen, wurde auch schon mal aus dem Nichts heraus mit dem Zug kontrolliert. Der Zug wurde dafür eine halbe Stunde angehalten, mit dem ICE. Also ich war privat unterwegs. So begründet, das ist hier Auszug aus der Begründung der Polizei, deswegen meine ich Repressions auch so versucht man die Leute im Vorfeld einzuschüchtern. Ich klage dagegen gerade vor dem Verwaltungsgericht.
Verwaltungsgericht Hannover und auch der Begründung. Mit den oben dargestellten Erkenntnissen ist eindeutig belegt, dass Sie sehr aktiv an Aktionen, insbesondere im Themenbereich von Klimaschutz und Anti-Atom tätig sind, als Umweltaktivistin. Ihre Art der Beteiligung an der dargestellten Aktion variiert. Sie achten darauf, dass Sie keine Strafrechtsnormen verletzen. Mit Ihren Aktionen, insbesondere den nicht ganz so spektakulären Klettaktionen, wollen Sie die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf sich ziehen. Aus nicht strafbarer Handlung machen Sie eine Gefahrenprognose, um dich zu bewahren, im Grunde genommen. Und vielleicht kennt ihr auch das Wort, ich weiß nicht, Gefahrenerforschungseingriff. Eine Lesung mit diesem Buch wurde mal durch den Staatsschutz überwacht, aber einfach also nicht anwesend. Ich habe mich beschwert, dass Steuergelder dafür verschwendet werden, also mindestens privat kommen, nicht auf Staatskosten. Und da wurde mir geantwortet, das war ein Gefahrenerforschungseingriff. Man erforscht, ob gefährlich genug bist, dass man dich dann überwachen darf. Also ich überwache dich, nicht überwachen zu dürfen. So immer. Das ist Polizeiarbeit. Und ich habe ein minütiges Video, das ich gerne abspielen würde. Das ist die Aussage vom Polizeipräsidenten Lüneburg damals. Er ist nicht mehr im Amt. Er war Kanzler und Gesamtansatzleiter und erklärt, warum ich festgenommen werde. Du musst mir vielleicht auch die Sprünge helfen. Das war. Da? Genau, das ist die Aussage. Das war ein Porträt im NDR. So, ne? Oder? Nee, Play. Ja. Eine Minute ist es rausgeschnitten. Absolut nervig. Und das ist absolut krank, was sie macht. Immer die Sorge um den Menschen, Cecilie kommt, der uns zieht, also uns veranlasst, überhaupt tätig zu werden, sonst können wir sie ja hängen lassen. Aber die ist ja so verrückt, dass sie dann wieder runterkommt, frage ich manchmal. Ne? Und sie ist frei und dann klettert sie auf das nächste Ding und macht irgendwas. Na, und das können wir unablässig, ist ja eine bestimmte Motorik, die dann, als wenn wir eine Maschine anstellen. Na, und das ist ein Störfaktor, das muss man irgendwann nochmal unterbinden. Bedeutet das dann auch, dass man jemanden, der besonders nervt, auch besonders auf dem Kieker hat, auch schon im Vorfeld? Das wäre denkbar, aber im Moment ist es kein Thema. Wenn der Castro kommt, werden wir sehen, wie wir das abarbeiten. Also was Sie andeuten, ist nicht undenkbar. Die Person, die man sieht, ein bisschen links von meinen Füßen.
Und die größte Gefahr bei der Aktion ist im Grunde genommen die Polizei, weil vor allem die Polizisten, die sofort kommen, die Kletterpolizei hat in der Regel Zeit gehabt, ein bisschen nachzudenken. Wenn das Denken eingeschaltet wird, ist es besser. Aber diese Hau-drauf-Polizisten sind sehr gefährlich. Die packen schnell besser aus und so und so. Und da in dem Fall haben wir noch sozusagen eine Reichweite und darum, um Protest zu verhindern. Da wurde ich einfach gezogen in einem Rucksack, war noch gefesselt. Da wurde versucht, trotzdem in den Bahnhof, was wir aufhängen wollten. Ihr seht, es geht wieder um die Uranreichungsanlage in Kronau. Versucht, aber das wurde auch sofort beschlagnahmt, alle Menschen festgenommen, die anderen auch. Und genau, das ist mein Schluss sozusagen, dass am 18. Mai vor dem Amtsgericht Essen um 11 Uhr findet die Gerichtsverhandlung, und zwar nicht gegen die Polizei, sondern gegen mich. Ich habe auch Klage gegen die Polizei eingereicht. Seit 5 Jahren läuft das um Verwaltungsgericht und Amtsgericht auf die Rechtmäßigkeit der Polizeihandlung. Aber da gibt es noch keinen Verhandlungstermin. Dafür aber der Verhandlungstermin gegen mich wegen Widerstand und Körperverletzung, weil scheinbar, als ich auf dem Boden nicht lag, laut aktuellen Polizist leichte Schmerzen unterhalb von der Kniekehle gespürt hat. Und soll damit zu tun haben. Das ist die Anklage und für mich, ich wollte nur an diesem Punkt sagen, weil es geht auch sehr viel darum in meinem Buch. Ich finde erste emotionale Hilfe genauso wichtig wie alle möglichen Rechtshilfen und Gelder sammeln, dass man als Menschen da ist und Trauma und solche Sachen offen anspricht, um da A, dem vorzubeugen, B, damit Menschen nachhaltig aktiv sein können. Nachhaltiger Aktivismus bedeutet auch auf die psychische Gesundheit achten, gucken, wie es Menschen geht, wenn sie länger festgenommen worden sind. Also ich habe von dieser damaligen Festnahme eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, die zu sehr hoher Emotionalität bei Flashbacks, bei Sachen, die mich triggern, führt. Eine ganz simple Folge dessen ist zum Beispiel, dass ich Krankenhausaufenthalte nicht vertrage. Das hat auch mit der Politik nichts zu tun, aber es ist ein geregelter Ort mit Reizarm und dadurch triggert das. Das heißt, das hat für mich auch für meine schwere Erkrankung Folgen. Und deswegen finde ich wichtig, wir sind nicht die tollen Aktivisten, die immer so stark sind. Jeder hat seine Grenzen und es ist wichtig, in Gruppen darüber zu sprechen und gemeinsame Lösungen zu finden. Zum Beispiel für mich, das war der Fall da auch, als ich verletzt wurde, das wurde bekannt, da wurde ein sogenanntes Alarmverteiler ausgelöst. Das sind Leute, die entweder SMS oder E-Mail oder Telegram-Nachricht, wir haben so einen Verteiler, wo die Leute sich eintragen lassen. Das wird ausgelöst und dann sagt, ey, sie sind in Knast, hier ist die Telefonnummer der Polizei, warum fragt doch mal nach, wie es ihr geht. Und das geht der Polizei richtig auf den Keks sowas und ich führe das mit und mir hilft das, diese Momente zu überstehen. Das ist mein Umgang damit. Aber ich wollte nur darauf achten, also Gewalt, Polizeigewalt ist nicht, es soll einfach ernst genommen werden. Es ist nicht eine Frage der Schwäche und Stärke. Also, weil, ja, jeder ist anders einfach. Und Trauma, wichtig darauf achten, und für mich deswegen ist die Gerichtsverhandlung, weil natürlich diese Trauma im Hintergrund steht. Den freue ich mich über Unterstützung, aber natürlich geht es ja weiter. Wir haben nämlich jetzt nächste Woche, also übernächste Woche, das Anti-Atom-Camp im Münsterland in Steinfurt ab dem 1. Mai. Und da bin ich.